Herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Aufnahme. Und zwar seht ihr Platz 1 Gleichheit und guckt mal, wer in der Lobby ist. Gleichheit. Das heißt, wir werden jetzt halt versuchen, diesen Boy zu challengen. Ich würde schätzen, dass er mich im Rennen bzw. im Jump'n'Run-Teil sowas von abzieht. Im PvP weiß ich es gar nicht mehr. Einfach aus dem Grund, weil PvP bzw. Rangliste nicht unbedingt immer heißt, dass einer so gut im PvP ist, sondern gut in diesem Spielmodus generell nur. Und Jumpen ist ja eigentlich fast immer nur üben und PvP ist, ja, keine Ahnung, entweder man kann es oder man kann es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt halt hier schwitzen ohne Ende und mal schauen, ob wir ihnen wenigstens ein kleines bisschen Parole bieten können. Ich muss ehrlich sagen, ich würde schätzen, nein, aber let's try it. So, schätzungsweise wird jeder, also es wird auf die 3300 rauslaufen, entweder er oder ich oder jemand anderes. Jemand anderes würde ich jetzt halt einfach mal ausschließen, aber schauen wir einfach mal. Bis jetzt läuft es eigentlich noch ganz gut. Ich werde jetzt halt hier auch die Rangliste jetzt halt hier nicht so im Überblick haben. Einfach aus dem Grund, weil ich mich da jetzt nicht unnötig nervös machen will. Dass er jetzt halt hier schon zum ersten Mal richtiges Competitive ist, was ich spiele. Sonst, ich sag mal so, spiele ich, ja, so, klar, für Videos spiele ich jetzt schon gut, aber jetzt halt hier, dass ich so heftig auf dem Win oder sowas schwitze, ist jetzt halt hier nicht so drin. Also das ist jetzt halt hier echt eine Runde, wo ich mal wirklich schwitze. Und da könnt ihr dann auch wirklich mal meinen momentanen richtigen Skillstand dann auch ansehen. So. Okay, da müssen wir gar nicht mehr. Oh mein Gott, Alter, was war das denn für ein Sprung? Okay, haben wir wenigstens noch geschafft. Dann, das ist eigentlich ein ganz normaler. So, dann sind wir jetzt halt hier bei Modul 9. Ich bin dann auch überlegen, ob ich Modul 10 einfach skippe. Einfach aus dem Grund, weil ich dann ein bisschen Zeit erspare. Er ist jetzt momentan auch bei Modul 9. Ich habe... Ach so, was ist jetzt Modul 10? Modul 10 ist Slime. Okay, ich try es einfach mal. Komm. Was soll's? Ich will jetzt halt hier nicht irgendwie den Move machen, dass ich jetzt halt hier sage, yo, ich tue jetzt halt hier skippen, sondern... Oh mein Gott, geht es noch heftiger? Geht es noch heftiger? Wir beide haben 3300 Punkte. Geht es noch heftiger, meine Damen und Herren? Alter! What the fuck? Wir haben beide 3300 Punkte mit einem... Was für ein Finish war das? Okay. Das, mal schauen, ich check mal ganz kurz die Stats ab. Stats Gleichheit. Was? 13.678 Kills hat er gemacht? Mit 2.286 Toten? Das ist eine Killer-KD, Alter. Das ist eine 5er Plus-KD. Wow. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Da bin ich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen hyped. Also... Dass ich da wenigstens mithalten konnte, muss ich euch ehrlich sagen. Slash, skip. Es geht auf in die PvP-Phase. Ja, ich werd so auf die Schnauze bekommen. Ich werde so auf die Schnauze bekommen. Das ist ja kein Random, wisst ihr, wie ich meine? Das... Okay, da hinten ist er nämlich auch schon. Vielleicht könnte ich da kurz einen kleinen Snack machen. Oh. Ja, okay, jetzt ist natürlich schon nicht mehr so geil, weil... Okay, was macht er? Er geht da in die Mitte rein. Vielleicht fällt er sogar... Was machen die denn? Ich habe leider auch ein kleines bisschen Ruckler. Was das Ganze jetzt halt hier auch ein bisschen verschwierigt. Okay, die bekämpfen sich jetzt halt hier. Ich muss ein bisschen auf dem Cleanup gehen. Beziehungsweise jetzt halt hier auf dem One vs. One. Oder Cleanup. So, da fehlt einfach nichts drumrum. Okay, der eine hat Heal Potions gekauft. Ist jetzt, ich finde Heal Potions total useless. Okay, nee, ich will jetzt halt hier auch nicht den unnötigen Target drücken, sondern jetzt halt hier auch auf die anderen gehen. Ich hätte ihn jetzt halt hier auch die ganze hinterherlaufen können, aber will ich jetzt auch nicht machen. Das ist auch eine schlechte Position, weil er mich da runterkicken kann. Aber zum Glück habe ich dagegen geangelt und habe ihn dann bekommen. Er steht also 1:0. Okay, aber das heißt wirklich nicht. Okay, jetzt kommst du mich drauf an. Jetzt gehe ich auf ein 1 gegen 1. Oh nein, der andere hat mit dem Bogen auf mich geschossen.
Was ein RIP, meine Freunde. Oh, da habe ich nämlich Knockback bekommen, wusste dann überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Okay, er geht auf jeden Fall jetzt halt hier in die Mitte und versucht jetzt halt hier diesen Bogenheini einmal abzuschießen. Okay. Ich gehe jetzt da mal nicht drauf. Er hat ihn gekillt und deswegen... Ja, und er knallt natürlich jetzt halt hier wieder feucht voll. Und der andere hat ihn mit dem Bogen runtergekickt. Das ist natürlich räudig, Alter. Er geht mit dem Bogen in die Mitte rein, um die ganze Zeit zu spammen, um die Leute dann runter zu pushen sozusagen. Wow. Das ist wirklich Rumnuben auf einem ganz anderen Niveau. Das ist... Also... Okay, ja. Er hat ihn gekillt und wird jetzt halt hier auch den Bogen nehmen. Wird damit jetzt halt hier auch rumhantieren. Nehmen wir mal schauen. Ja, er wird es hier die ganze Zeit mit dem Bogen schießen. Obwohl, wird er jetzt auf 1 gegen 1 gehen? Er geht tatsächlich auf 1 gegen 1. Ich hoffe mal, er packt jetzt hier nicht den Bogen aus. Okay. Oh, come on, boy. Komm, richtiges 1 gegen 1. Er traut sich nicht. Er traut sich wirklich nicht. Sondern muss jetzt halt hier wirklich auf diese Mittel umsteigen. Finde ich schade. Weil Bogen, das ist noobig. Muss ich jetzt halt hier leider auch zu Platz 1 sagen. Okay, muss jeder selber wissen. Aber ich finde halt im 1 gegen 1, wenn ich auf Nahkampf gehe, ich meine, da kann ich auch die ganze Zeit wegrennen, wenn er dann mit dem Bogen kommt. Das ist leider... Guckt den 1 gegen 1. Wenn er dann verliert, dann packt er wieder einen Bogen aus. Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich, also... Ja. Ja, boy, das ist wirklich... Ich muss sagen, ich hätte es gewonnen. Ich will jetzt nicht fronten oder so. Aber ihr könnt... Wisst ihr was? Ich lasse euch selber entscheiden. Habe ich diese Runde eurer Meinung nach gewonnen? Im 1 gegen 1 im Nahkampf habe ich ihn definitiv besser gehittet. Dann hat er den Bogen ausgepackt, wo er gesehen hat, dass er nicht gewinnt. Kein cooler Move, aber gehört dazu. Ist das wirklich ein Win, womit man leben kann? Schreibt es in die Kommentare und sagt mir auf jeden Fall, ob ich gegen Platz 2 und Platz 3 auch mal spielen sollte. Macht es gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.